zwischendurch mit dem Gedanken gespielt, reinzuspringen. Das hätte mir, glaube ich, auch große Freude gemacht, aber es ist halt verboten. Schade. Die spanische Treppe ist klasse. Ich habe sie bisher nur von Bildern gekannt. Aber wenn man sie selbst hochjoggt, dann merkt man schon nach einer Weile, dass es sehr anstrengend ist und dass die Treppen scheinbar nicht enden. Das Gute ist, dass ich mir keine großen Gedanken über Sachen mache, die noch in weiter Ferne liegen. Ich lebe eigentlich so von Tag zu Tag, nutze den Tag für das Ziel, was ich habe. Und von daher glaube ich eigentlich, dass ich schon etwas abgezockter bin als früher. Man hat einfach was im Rücken, was einem keiner mehr nehmen kann. Der Unterschied zu einem Olympiasieg ist halt, das bist du immer. Und ansonsten bist du Ex-Europameister, Ex-Weltmeister. Das ist natürlich eine andere Lockerheit, die man jetzt einfach mitbringt. Die nächsten 4 Jahre jedenfalls. Für viele Schwimmer spielt das eine ganz große Rolle. Ich glaube, man muss sich aber mit dem Gedanken anfreunden, dass das Material sicherlich wichtig für einen Sportler ist, aber dass du letztendlich in der Verfassung sein musst, eine gute Leistung abzurufen. Und ich war super zufrieden mit meinem Anzug und der Erfolg sprach, glaube ich, für sich. Sono felice di essere a Roma.